sehe, Sie tragen Zivilkleidung, Offizier. Der Krieg? Ja, ja, natürlich, ja, der Krieg. Das alles ist schon vor langer Zeit passiert. Amado erzählt die Geschichte von einem japanischen Soldaten namens Amado, der am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hat und 30 Jahre allein auf einer Insel verbracht hat und nicht mitgekriegt hat, dass der Krieg vorbei war. So, und dann kommt ein Offizier, sein Übergeordneter, nach 30 Jahren ihn zu retten. Unsere Frage ist aber bei der ganzen Sache, ob dieser Krieg wirklich zu Ende ist. Also natürlich der Zweite Weltkrieg, ja, aber andere Kriege nicht. Und ob es diese Rettung und diese Hoffnung auf die Rettung überhaupt geben kann. Deshalb haben wir die zwei Figuren aus dem Stück eigentlich in einen Raum gesetzt, in ein Huis-Clos. Und die warten auf diesen Offizier, der kommen soll und spielen, um überhaupt überleben zu können, diese Situation, diese Rettungssituation immer wieder durch. Wie ist denn der Krieg zu Ende gegangen? Haben wir gewonnen? Ja, natürlich haben wir gesiegt, nicht wahr? Wir haben gesiegt! Sie! Ja! Es ist mir, als würde ich dich kennen, als hätte ich dieses Gesicht schon einmal gesehen. Ich will niemanden kennen. Die Kriegssituation ist ja nicht mehr hundertprozentig gegeben. Die findet ja eigentlich im Kopf statt. Und dazu finde ich ganz, ganz spannend, was der Autor sagt. Amado sagt im Stück irgendwann, es reicht nicht, dass der Krieg vorbei ist. Der Krieg vorüber ist, man muss auch dafür sorgen, dass alle es mitkriegen, dass der Krieg vorüber ist. Sonst wird er ewig weitergehen, noch einmal 30 Jahre. Das heißt, es ist letztendlich eine Kopfsache und eine situative Sache. Und die, glaube ich, ist für uns unvorstellbar. Aber ich glaube schon, dass mit so einer Parabel, wie das Stück als Form auch annimmt, man vielleicht einen minimalen Eindruck haben kann, also as far as it gets. Weißt du, um das Ausmaß der Zerstörung, das wir angerichtet haben... Das war doch damals unsere Aufgabe! Das war unsere Aufgabe! Du musst den Unterschied erkennen zwischen... Ach, hör mal auf! Wie sollen wir das machen als Europäer? Ich hab keine Vorstellung von Krieg. Ich habe keine. Und die Generation vor mir auch nicht. Die Generation von meinen Großeltern, ja. Aber dann hört es auch auf. Also wie gehen wir damit um? Natürlich kann ich oder Steve oder Wolfram das Stück nicht so erzählen, wie er es erzählt. Aber es ist uns trotzdem ganz, 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 ganz wichtig, diese Geschichte irgendwie zu erzählen. Also irgendwie einen Eindruck erstmal selbst zu kriegen und den dann aber auch weiterzugeben, von was das überhaupt bedeuten kann, 30 Jahre Krieg und mehr. Wie dumm wir sind, die Leute! Ihr seid auch... Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen.